Yo, Tag Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Deponia. Gut, ach so, unser Minecart ist ja gar nicht hier. Das ist irgendwie ungewohnt. Ja, ich habe jetzt lange nicht mehr mit dem Doc geredet. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Hallo? Hallo. Hallo. Was? Oh, Oh, hallo. hallo. Ist es noch weit zur unteren Au Nein, nein. Super. Sie liegt genial gleich. Ast rein. Okay. Ich hab immer her damit. Meine Freunde. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Aha. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen da. Ach, Bist du genau, das kennen wir. nicht sehr die an. Ich mach. Okay, können wir vielleicht hier ein bisschen Alkohol klauen? Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Ja, der kann aber auch, ne? Also, ne? Hey, mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden. Ja, und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Den geheimen Leo. Und wo sitzt der hier überhaupt, ey? Ich gehe noch mal kurz dahin. Nee, das bringt es einfach nicht. Ah, hallo, du Lampenvogel. Den Spiegel kriegen wir nicht Ein mehr, Bein ne? reicht mir. Ja, aber was willst du mit dem Bein überhaupt? Das ist ja auch noch so eine Sache. Warte mal. Nee, Quatsch. Oder? Können wir vielleicht den Trichter irgendwie starten? Nee. Also gehen wir nochmal kurz dahin. Gehen nochmal kurz hier nach oben. Den Knopf können wir nicht mehr drücken, dann gehen wir hier hin. Und was ist, wenn wir den Knopf Ohne jetzt... mein Bike passiert da nichts. Ja, aber das Mindbike ist ja irgendwie nicht voll genug oder so. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ja, können wir dann Stromumkehrer einbauen? Scheiße, das wäre jetzt gewesen. Dann wäre halt andersrum. Alter, mach irgendwas. Mach irgendwas. Ma. Okay, Leertaste. Ich will nur nicht, dass wir irgendwas übersehen und wir hier 10 Folgen lang an einem Rätsel liegen, was eigentlich offensichtlich und leicht ist. Doch, hier hatten wir alles. Ich gehe noch in das mein Bike. So, da sind wir wieder. Ich fahre noch mal. Einfach so. Ach ja, das ist ja. Okay, gehen wir mal nach oben. Hopp. Und dann? Och. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Ja, da müssen wir Goal da drauf kriegen und dann könnten wir losfahren, okay. Beziehungsweise, was auch immer dann passieren soll. So, absteigen. Ja, absteigen. Dann hier die Weiche umlegen. Ey. Ja. Boah. Das Geräusch hat so gepasst. Und dann steigen wir jetzt ein. Ich will im Doppelklick Sachen benutzen. Hallo, geh doch. Und losfahren. So, jetzt gehe ich wieder runter und wird gedreht und alles. Schön. Brillant. Sollte sie auf unserer Flucht ein Bein verlieren, man muss ja. Oh.
Nicht, solange ich noch zwei Ei... Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten Drei-Punkte-Wurf im Trashcan... Ja, das habe ich auch schon gehört. Können wir denn irgendwie hier... An Umkehr ist nicht zu denken. Oh. Okay, dann nochmal rein. Hallo, absteigen. Nein, nein! Egal. Das müssen, hätten wir ja eh früher oder später machen müssen. Also, zum Viadukt. Können wir nicht... Oh, warte mal. Ah ne, wir haben schon mal versucht, einen Stromumkehrer hier reinzubauen. Das funktioniert nicht. Können wir uns denn den Spiegel wieder nehmen, wenn wir das Skelett runterlassen? Ich lasse mal runter. So, Spiegel? Ja, Ando. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag... Ja, du magst das Motiv. Schade, dass wir den nicht nehmen können, schade. Mit noch mehr Licht könnte ich mich noch besser bewundern. Ja. Wer hier nicht einen anderen reinbauen? Aber da bringt ja auch alles nix. Also, ich bring noch mal eben das Ding ins Kart hier hin. Ach ja, mein... Ich sag dauernd mein Kart. Aber es ist ja ein Mein-Bike. Mein-Bike. Und jetzt ab in Mein-Bike. Hallo. So, da sind wir wieder hier. Und wenn wir jetzt in den Kran gehen, dann ist Goal doch zu schwer, oder? Das wird ein Kinderspiel. Ready, go! Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Ja, und da ich nicht weiß, was ich machen soll, frage ich den jetzt auch wirklich mal. Obwohl wir da ja eigentlich nichts anderes machen konnten als sonst, oder? Oder? Wir waren ja doch vorhin schon. Ich frage ihn einfach mal. Hallo. Was? Oh. Nochmal zum... Ich bin ganz so... Wie war doch gleich... Hast du mir denn nicht... Vier Speich, zwei Speich... Ja, die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Na, dann hoffe ich... Ich immer her... Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unras ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Ach so. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Ah! Lass ihn einfach auf dich wirken. Ja. Und dann? Suche einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Er ist ganz in seine Trance versunken. Ja. Lass ihn einfach auf dich wirken. Aber wie mache ich das? Lass ihn einfach auf dich wirken. Alter. Doc? Tja, er ist ganz in seine... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Einfach mal. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Oh, wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun.
Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Okay. Hallo. Hm? Oh. Das hat ja nicht so ganz funktioniert, ne? Ich immer her damit. Kannst du mir nochmal... Ja. Könntest du mir nochmal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Etwa so. Ah. Ja. Lass ihn einfach auf dich wirken. So, tschüss. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schluck. Warte noch mehr. Ja, wo war denn der Schnaps? Durch die Wurmlöcher. Hallo. Hm? Oh. Ich frage jetzt nochmal. Könntest aber na klar. Leg einfach dein etwa. Aber wie meditiere ich? Warte, ich... Lass ihn einfach auf dich... Tschüss. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ja, mache ich beim Kran. Da bin ich schließlich so unruhig. Aber ich kann ja nicht meditieren. Also wie soll ich das auf dem Kran schaffen auf einmal? Das wird ein Kinderspiel. Go! Och. Mist. Ah, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Mieten. Wie hält Doc das? Aber... Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich frage ihn jetzt nochmal. Hi, Doc. Hallo. Hm? Was? Oh. Ich bin mein. Nein. Aber na klar. Leg einfach etwa. Ich lass ihn halt jetzt einfach mal machen und warte. Vielleicht sagt er ja noch mehr hilfreiche Sachen. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Warte. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont genau. Und fixiere ihn. Ja. Lass ihn einfach auf dich wirken. Und dann? Da ist nicht Lass mehr viel zu holen. Lass ihn einfach auf dich wirken. Ja, also tschüss. Vielleicht schaffe ich es ja im besoffenen Zustand. Und um es auszuprobieren, mache ich es auch direkt an Ort und Stelle. Wenn der Tier drin überhaupt schaffen könnte. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ja. Gut. Er hat das jetzt genommen. Dann würde ich sagen, damit es ein spannendes Ende ist, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also tschüss.